Mit dem Concorde Cruiser Allrad-Wohnmobil sind wir unterwegs. Natürlich das erste Mal haben wir uns auf Stellplätze gestellt, wo man nichts bezahlen muss. Das war so ein bisschen die Idee. Und wir haben uns mal zwecks Ertüchtigung der Fahreigenschaft uns mal einen Platz ausgesucht, wo wir mal kurze Rast gemacht haben, haben die Fahrräder rausgeholt und sind jetzt bereit, euch mal so erste Eindrücke von dem Wohnmobil zu zeigen. Hier ist der Oskar. Grüß dich, Oskar. Hallo. Hallo. Das ist jetzt ein Allrad-Wohnmobil. Das erste Mal, dass wir, ich sag mal, etwas mehr Bodenfreiheit haben. Wir können auf unbefestigte Wege fahren, aber sind jetzt erstmal hier auf ganz normale Zufahrtsstraßen gefahren. Da hat man viel Platz drin, gell? Ja, schon, ja. Komm, wir gucken mal rein. Das ist die Garage. Da haben wir gemerkt, also du musst hier, damit du zwei Mountainbikes reinkriegst, das ist hier der Fall, eigentlich nur die Lenker querstellen. Das haben wir gerade eben gemacht und haben die Ladesteckdose entdeckt. Die ist nämlich unter dieser Abdeckung. Oskar, wenn du mal kurz zeigst, wie die aufgeht, die Abdeckung. Also ziehen, beiden Seiten. Das da geht ein bisschen fester, weil ich es ein bisschen fester reingedrückt habe. Da ist das Kabel nämlich noch dazwischen. Ist aber nicht so schlimm. Darunter haben wir die Ladeabdeckung gemacht und haben eine Mehrfachsteckdose angeschlossen. So, jetzt müsste es zugehen. So geht's zu. Und also 2 bis 3 Mountainbikes passen hier locker rein und noch jede Menge Zubehör. Wir wollten euch mal zeigen, was wir alles so eingeladen haben. Natürlich unsere Auffahrkeile sind mit dabei von Fiamma. Die haben wir mit reingemacht, weil Hubstützenanlage haben wir erstmal nicht probiert. Und da ist unsere drahtlose Rückfahrkamera, die wir montiert haben, weil das Audiosystem erst später kommt, was wahrscheinlich von Karatec eingebaut wird. Was auffällt, Oskar, ist, du kannst definitiv nicht reingucken, oder? Warte aber. Ich müsste mich schon an der Leiter da oben hinstellen, um reinzuklotzen. Also von außen bei der Privacy-Verglasung auch tagsüber, du hast keine Chance reinzugucken. Man hat aber drinnen das Gefühl, als würde dann jemand angucken, oder? Ja. Aber es ist nicht so, man kann nicht reingucken. Und das ist so ein geiles Gefühl. Wir können ja gleich mal reingucken und dann mal rausschauen, wie das Ganze aussieht. Es sieht unglaublich hoch aus. Also wenn du davor stehst, wir sind glaube ich bei 3 Meter um die 80 Höhe. Und ja, es ist sehr, sehr hoch, aber... Vergleich. Bitte? Zum Vergleich mal. Stell dich mal daneben, dann filme ich dich. Du willst mich filmen? Ja. Warte mal, bitte schon. Da bin ich. Also hier sieht man, du kommst, also selbst wenn du hier oben aussteigst, kommst du nicht an das obere Fenster ran. Und das ist eben das Coole. Du hast die Hexitzgruppe mit drin und mit der Hexitzgruppe bist du irgendwie, hast du das Feeling, du schwebst so über allem. Und wir haben etwas gemacht, wir haben alle Polster mal ausgebaut. Da werdet ihr jetzt sagen, warum kann man nur alle Polster ausbauen? Der Vorteil, Oskar, was ist der Vorteil? Man hat mehr Platz. Man hat mehr Platz, man kann sich hinlegen. Du hast 2x Netflix und das wollen wir euch mal zeigen. Denn im Vergleich zu vielen anderen hast du hier durch die Hexitzgruppe natürlich 2 Schlafbereiche, die man nutzen kann, ohne sie umzubauen. Das ist eigentlich fast ein kleiner Geheimtipp. Dann, wie im Nutzfahrzeug, sag mal, häng mal aus. Haben wir schon mal gezeigt, also gegen Wind und Wetter. So, einmal zu dir ziehen, wie aus dem Nutzfahrzeugbereich oder ist sogar aus dem Nutzfahrzeugbereich. So, machen wir mal die Garage zu. Und Tipp von mir, Oskar, einmal das Schloss unten mal andrücken, kurz, und oben andrücken. Mach mal. Einfach nur ein bisschen andrücken, dass du weißt, dass 100% zu ist, und jetzt abschließen. Im Uhrzeigersinn zu. So, und dann loslassen. Okay. Und abgeschlossen. So, dann die Bereifung. Das sieht man hier sehr schön mit der Bodenfreiheit. Also die hast du wirklich stark. Auch die Trittstufe, wenn die eingefahren ist, sie setzt kaum auf. Das tiefste Teil, was wir festgestellt haben, ist hier eigentlich das Teil hier. Das ist der AdBlue-Tank. Den könnte man, aber der ist genauso tief wie der Tank dort hinten. Also das ist der Dieseltank, der mit dabei ist. Also AdBlue und Dieseltank ungefähr auf der Höhe. Und ansonsten ist die Trittstufe wesentlich höher. Also die sich abzufahren wird kaum gehen. Aber du hast überall an den tiefen Teilen, die da sind, wie Getriebe und so weiter und Auspuff, da hat man Unterfahrschutze. Die sind hier richtig stahlmäßig ausgeführt. Da sieht man das Verteilergetriebe und den Unterfahrschutz vorne. Also das ist schon so ausgeführt, dass man
maximale Bodenfreiheit hat. So, von vorne. Das Fahrerhaus haben wir in Grau gewählt. Auch hier die gleichen Reifen und der Alkoven mit drin. Es ist ein totales Understatement-Auto. Also normal bist du ja mit dem Concorde unterwegs und dann sagen die Leute immer so die Liner-Typen und so. Aber hier haben wir so das Gefühl, es ist nicht so, dass die einen nicht so angucken, oder? Das ist gar nicht. Das Ding ist, man kann hier auch einfach dazu machen. Also man wird nicht beobachtet, hier kann man aber reingucken. Aber hier kann man mit der Tür einfach zumachen. So, also hier ist eine richtige Tür, die kann man von innen verriegeln. Und da werden wir noch ein Innenschloss drauf machen lassen. Also wir haben schon einen Schreiner, den haben wir organisiert. Und die Tür ist jetzt abgeschlossen. Im Moment. Ja, im Moment. Und das ist der Fahrersitz. Nee, ist abgeschlossen. Die ist zu. Also es weiß keiner, ob man drin ist oder nicht. Nee. Und dann, ja, Rückfahrkamera mit drin. Du hast ein richtiges Fahrerhaus, wo du seitlich aussteigen kannst. Das ist wie ein Haus auf Rädern. Wie ein Haus auf Rädern. Du siehst, wenn du drin bist, nichts von dem Lenkrad. Nein, nicht wirklich. So, komm mal raus bitte. Aber es ist ganz schön tief. Das heißt, das Einfachste, nee, warte mal gerade. Umdrehen. Dreh ich mal um. Ja. Da festhalten. Guck mal hier. Da ist extra ein Riesengriff. Ah, ja. Und dann hier Stück für Stück runtersteigen. Da ist eine Treppe. Leiter. Ja, genau. Weil das doch sehr hoch ist. Das Fahrerhaus ist ein gutes Stück höher. Die Reifen sind gefühlt doppelt so groß wie beim Daily. Also groß wie große LKW-Reifen. Braucht man natürlich auch, damit der Rollumfang größer ist und du damit durch den ganzen Dreck und so weiter kommst, wenn du mal Matsch hast. So, jetzt zeigen wir mal hier, was haben wir hier alles eingeladen. Auch die Tür kannst du richtig verriegeln. Sie hat übrigens kein Schloss, haben wir bestellt ohne Schloss. Und man kann... Jetzt ist es zu. Jetzt geht's. So, mit der Zentralverbindung kannst du aufmachen. Und jetzt ist auf. Jetzt kommt aber noch was Besonderes. Wenn du diesen Hebel betätigst, dann haben wir uns eingeschlossen. Durch einen Trick kommen wir noch mal rein, aber wir sagen nicht durch wie. Einen Trick. Den da. Also das Coole ist, du kannst dich von innen so verriegeln, dass du über die Funkfernbedienung auch nicht mehr reinkommst. Jetzt geht's natürlich. Mach mal zu. So, und jetzt ist hier gelockt. So, bitte mach mal hier auf, Oskar. Auch da geht's nach unten auf. Wir haben uns bei der SUV-Variante jetzt auch nicht um eine Zentralverriegelung gerissen. Ist schon auf. Ja. So, auf der Seite, da auch. Da ist noch zu. Es knackt auch immer schön, man weiß immer direkt. So, und jetzt beim Fallen lassen, siehst du, Klappen nicht fallen lassen, vorsichtig. Und da haben wir linke Seite, haben wir das Bordwerkzeug mit drin, mit unseren Multi-Ankern, die wir schon besorgt haben. Vielen Dank nochmal an Multi-Anker. Multi-Anker, du weißt, was es ist, Multi-Anker? Nein. Komm, ich zeig das mal. Soll ich aufmachen? Ja, mach mal auf. Das wird dir auf jeden Fall Spaß machen. Das ist eine Halterung für die Markise. So, wenn du die mal kurz rausnimmst, eine. So, jetzt guckst, dass die sauber ist. Die sauber? Ja. So, und jetzt mal öffnest. So, das heißt... Wie geht die auf? Ich glaube, man zieht hier. So, jetzt ist sie auf. Nee, ist schon gut, ist schon gut. Okay. So, und jetzt kannst du gucken, wo die Markise oben ist. Und dann kannst du quasi, die kommt ungefähr hier raus. Ach, das ist wie ein Pömpel. Wie ein Pömpel. Kannst du hier festmachen? Ah, okay, zum Klettern oder was? Nee, da ist die Möglichkeit, die Markise einzuhängen. Mach mal den, ja, genau. Arm weg. So, nennt sich Multi-Anker, hält Bombenfest. Und ist dann zur Befestigung der Markise. So, die haben wir hier drin. Und das auf der Seite. Muss man allerdings, ich empfehle immer sehr nah am Rand machen. So nach oben rein. Ja, da oben rein. Und runterziehen. Und sollte jetzt fest sein. Übrigens, wenn du sie losmachst, gibt es einen Trick. Ja. So, wenn du hier losmachst, dann geht es erstmal nicht runter. Ja. Da anheben. Dann geht's. Logischerweise. An dem Teil. Ich hol mal. So, hallo. So, dann. Kann man hier mal zumachen. Die zu haben. So, Punkt Nummer 2, Multi-Anker 2. Noch den mal reinheben. So, Multi-Anker haben wir mit drin. Bordwerkzeug, die Lampen mit eingebaut.
für eine mögliche Pannensituation. Die beiden Auffahrkeiler waren hinten. Das braucht man ja bei über 7,5 Tonnen. Und man braucht natürlich in Frankreich diese Aufkleber. Englement. Kann man mal reinschauen? Wo? Wo reinschauen? Sofort. Mach mal zu. Beste. Und was war der Tipp nochmal an beiden Schlössern? Kurz andrücken. Am Schloss am besten. Aufs Schloss draufdrücken. So, okay, ist zu. Und jetzt nach rechts zuschließen. Und das gleiche nochmal hinten. Wenn du gerade dabei bist. Ja. Ja, genau. Die Fahrer da gleich noch drin sind. Okay, ist schon zu. Super. Haben wir eben schon zugemacht. Wir gucken mal rein. Also das erste Alkoholfahrzeug für uns. Dazu hast du schon gelernt. Funkfernbedienung einmal drücken, Tür öffnen, hochgehen und wir gehen nach oben. So, und drinnen, draußen habt ihr gesehen, man konnte nicht reingucken, aber man hat dann zwei Möglichkeiten. Man kann also einmal hier über die Jalousien kann man verdunkeln. Das ist so ein typischer Männersitz. Und wenn du dich mal gerade reinkuschelst, wir haben den Wohnraum-Teppichboden nämlich organisiert. Genau, erstmal die Schuhe ausziehen. Hier vorne wäre eigentlich der Abstreifteppich gewesen. Eigentlich, ja, du hast ihn selbst nicht ausgezogen. Stimmt. So, das Licht machen wir mal an. Wasserpumpe an. Da oben ist es. Und gib mir mal die Jacke, dann darfst du es dir mal gemütlich machen. So, die hat nämlich extra hier vorne die Möglichkeit, alles aufzuhängen. Hier vorne hast du viele Schalter. Also machen wir ein bisschen Licht. Und jetzt kommt die Kuschelecke. Dazu haben wir unsere Keilkissen, die wir organisiert haben, ausgelegt. Und die haben die Besonderheit, dass man besonders weich drauf liegt. Und hier auf der Seite sind normalerweise Kissen. Hinten sind auch Kissen und hier sind auch Kissen, aber die bauen ein bisschen auf. Und jetzt hat man hier ein riesengroßes Sofa. Wir waren gerade eben im Fahrmodus. Dann hatte ich hier ein paar Sachen abgelegt, die während der Fahrt nicht sein sollten. Die nehme ich mal gerade weg. Und dann kann man sehen, hier kommt noch der Fernseher hin. Den haben wir ausprobiert. Im ViewSonic haben wir drin. Diesmal ein 32 Zoll Computerbildschirm. Die Halterung kommt hier hin. Da haben wir ihn provisorisch erstmal hingestellt. Klappt super. Und da ist dann so die Kuschelecke, wo wir uns beide hinlegen können. Wenn du dich mal kurz reinlegst dort in die Ecke. Mal zeigst, also es ist eine Bank ein bisschen kürzer. Du bist jetzt 1,60 Meter ungefähr. Mhm. So, und du kannst dich komplett lang machen. Und wenn du mal kurz das graue Kissen nimmst, dir in den Kopf, hinter den Kopf verlegst. Und ganz entspannt schaust, bitte. So, dann zeige ich mal, so muss das gehen. Und die linke Seite ist länger. Und das ist richtig cool. Da kannst du jetzt komplett auf das Fernsehen gucken. Wir haben gestern noch ein bisschen Fernsehen geguckt. Der Tisch ist absenkbar. Und da gibt es auch Tischpolster mit dabei. Aber ganz ehrlich, also hier können zwei Personen schlafen, einfach Bettzeug drauf. Und ihr müsst nur vorher die Polster zu Hause lassen. Das hier wäre jetzt natürlich ein Setup, was ich schon sehr empfehlen würde, damit man das Ganze so lounge-mäßig macht. Die Polster sind auch mehrfach geteilt. Man hätte das hier in der Mitte auch noch lassen können, das Polster. Oder austauschen können. So, was ist mir noch sehr positiv aufgefallen? Die Küche. Und zwar, wenn du dich mal gerade hier reinsetzt, hier in diese Ecke. Hier an die hier. Warte, ich mach die mal weg. Das sind die Kuscheldecken uns von Concorde. Die haben wir dabei bekommen. Von Sabine. Aber es kann auch sein, dass wir die bestellt haben. Da war so ein Set. Und jetzt kannst du hier, wenn du mal gerade die Beine hier runterlegst und die Kuscheldecke in den Rücken machst, zeige ich mal gerade. So. Einmal kurz den Rücken, dich da hinlegst. Jetzt kannst du hier, ist mir aufgefallen, Aua. Dich da vorne hinsetzen. Und hier essen. So, das ist mir direkt gerade gestoßen an dem. Da müssen wir es entleben, eindeutig. Du lebst noch? Nein. So, das ist uns positiv aufgefallen. Das heißt, man kann hier in der Ecke sitzen und kann hier an der Ecke frühstücken. Dann. Apropos frühstücken, wir gehen gleich essen. Wir gehen gleich essen. Tun wir. Der Apotheker, den haben wir mächtig gefüllt. Da unten sind die ganzen Gewürze, weil am Anfang habe ich gedacht, hier oben, oh, da passt ja nichts rein. Und zwar habe ich so ein Standardgewürz hier genommen und das passt hier nicht rein. Dafür ist es auch gar nicht gedacht, sondern das ganze Gewürzfach ist hier oben drin. Ne? Da auf der anderen Seite, gell?
Da ist das gleiche nochmal. Also das ist sehr positiv. Hier oben kannst du hier... Du hast unglaublich viel Platz hier in dem Auto. Dann die Schubladen. Die sind riesig. Das ist kein Auto, das ist ein LKW. Ein LKW. Quasi. Also hier sind schon mal die ersten Vorräte. Unser Abtropfgrill. Dann Gnocchi und glutenfreie Nudeln. Die nehmen wir schon mal raus. Die Gnocchi? Ja. Guck mal, ob die glutenfrei sind. Egal, ich mag die. Die sind hier glutenfrei. Und wollen wir dazu Tomatensauce essen oder wollen wir die mit Tomatensauce Rittergut. Machen? Weil eigentlich müssen wir keine glutenfreien essen. Die sind eigentlich für die Mama. Deswegen, was wir machen? Wir fahren noch zum Angelo. Vorschlag. Das ist gesünder als Angelo. Ja, weiß ich. Okay. So, dritte Schublade. Da sind Töpfe und nochmal ein paar Nudeln ohne Gluten. Mit Gluten. Hier hast du dann noch einen Apotheker, den haben wir nicht gefüllt. Besonders schön fand ich, weil ich habe am Anfang war ich ein bisschen traurig, als ich gesagt habe, ey, ist ja nichts für große Flaschen, stimmt gar nicht. Also hier ist ein Riesenfach für große Flaschen, unter anderem Ölflaschen. Passen hier sehr gut rein. Das Glasfach ist hier. Und das Highlight ist echt hier der Kleiderschrank. Der ist so riesig, dass man wirklich vom Dyson-Staubsauger, der hier drin ist, bis hin zu irre viel Zeug, das du also hier einfach reinhängen kannst. Das ist übrigens das Polster für das Bett, dass du es machen kannst. Und was total geil ist, was mir erst aufgefallen ist, dass alle Schränke haben DIN-Boxen-Maß. Das heißt, du kannst also hier eine DIN-Box einfach reinmachen, kannst hier oben drauf schauen und die passen genau rein. Sowohl die kleinen DIN-Boxen als auch die großen, sodass du hier Getränke und DIN-Boxen nebeneinander machen kannst. Also das ist wirklich mega. Verarbeitung krass. Also nichts klappert. Wenn du mal gerade die hochmachst, die Jalousien, sei mal gerade so lieb, Oskar. Ich hole derweil mal. So, das haben wir nämlich schon gelernt. Kannst du einfach rein, am besten mal, genau, überall mal hoch. Dann wird es ein gutes Stück heller. Und jetzt ist draußen aber bewölkt. Also kein perfektes Wetter. Und wir haben uns noch einige Situationen für Steckdosen überlegt. Die kommen noch in Kürze. Weil wir haben nur eine Steckdose im Moment hier, aber da haben wir schon einen Fachhändler unseres Vertrauens, der uns an den neuralgischen Punkten noch mehr Steckdosen legen wird. Gibt es überall Kabelkanäle. Die sind auch gut zu sehen. Wenn du mal gerade hinter dir guckst, da ist ein großes Loch. Ja. Guck hier, da ist nämlich ein großer Kabelkanal, der ist zugänglich. Guck mal hier, dieses runde Loch hinter dir. Siehst du das? Ja, das da. Nee, oben. Das da? Das da, genau. Das ist so ein Kabelkanal. Ja. So, Soundsysteme sind vorgesehen an den Seiten. Jeweils zwei Lautsprecher. Das sind übrigens die Kopfstützen. Die werden nicht brauchen, weil wir zu zweit fahren. Und da ist die Kaffeemaschine, die hatten wir schon. Also die DeLonghi für Nespresso passt genau da rein. Drunter haben wir mit rutschfestem Besteck von Brunner. Haben wir das Ganze hier mit unseren Kaffeekapseln gemacht. Mischung aus Original. Das hier ist schon sehr positiv aufgefallen, weil diese Halbierung, das klappt in der Praxis wirklich sehr gut. Und alle Hähne sind von Grohe. Das ist total krass. Sind ausziehbar und du kannst sie locken. Kannst also hier an- und ausmachen. Und das war heute Morgen schon mal ganz gut. Da habe ich mir die Haare gewaschen, einfach rausgezogen. Also nicht hier, sondern drüben. Dann die Ausführung der Blinds, also hier der Verdunklung, die ist wirklich extrem hochwertig. Und auch die Ausführung der Fenster, jeweils nochmal mit dem Schutz mit dabei, dass man die nicht so einfach öffnen kann. Also man drückt zuerst den Knopf rein und da sieht man auch mal, wie stark die Tönung ist. Und das stelle ich mir natürlich im Sommer extrem cool vor. Und das Thema Privacy, dass dir keiner so direkt reinguckt. Ja, Oskar hat schon gemerkt, man muss also gar nicht extern verdunkeln, sondern man lässt einfach diese Vorhänge runter, die übrigens in der Position auch gar nicht klappern. Das ist interessant. Also wenn man die ganz eng annimmt, dann liegen die übereinander und dann hast du keine Geräusche. Drüber
Also viel Stauraum, unser Wasserkocher. Und jede Menge weiteren Stauraum, wie zum Beispiel hier zwei große Papierkörbe. Da ist noch Platz für Putzmittel. Also wir haben ihn vorgestern ja erst bekommen. Fühle mich schon wie zu Hause. Da habe ich noch ein paar scharfe Messer organisiert. Dann jede Menge Besteck, dafür hast du Platz. Das ist ziemlich cool. Und zwei Schubladen. Auch hier sieht man, also hier Verarbeitung, weil es kann immer mal passieren, dass so eine Schublade doch mal offen bleibt. Und damit sie also nicht gleich aus den Angeln gerissen wird, hat man hier nochmal Stahlverstärkung drauf gemacht. Damit es beim ersten Mal nicht auch gleich zum Unfall kommt. Was ziemlich cool ist, ist der AES-Kühlschrank. Das sieht man hier eigentlich ganz gut. Denn der ist absolut lautlos. Er kühlt. Wow, minus, also das Eis fängt schon an hier sich zu bilden. Also er soll laut Tomatic einer der stärksten AES-Kühlschränke überhaupt sein. Und das glaube ich sogar. Und oben drüber Mikrowelle. Da ist hier unsere LG Inverter. Das ist eine Smart Inverter Mikrowelle. Das ist was ganz Besonderes. Die geht nämlich nicht jedes Mal an und aus, sondern wird langsamer und schneller. Dadurch hat man nicht eine punktuelle Batteriebelastung, was allerdings der Mastervolt-Anlage ziemlich egal wäre. So, das ist mit drin. Hier unten noch ein Staufach. Noch leer. Und Oskar lädt schon mal. Zocken geht gut. Ja, Moment, geht kein Internet wegen dem Film. Aber gleich machen wir es an. Also, Moment noch. Ich zeige euch mal die Gesamtsituation. Riesig viel Platz und ein richtiges Wohnzimmer. Man sieht vom Fahrerbereich gar nichts. Das ist halt der Riesenunterschied. Also wenn man sich hier umdreht und guckt dann hier rein. Du siehst also drüben das Bett. Du hast eine Tür, die ganz interessant ist, die nicht im Weg steht. Also wenn du hier vorbei möchtest und hast die Tür jetzt hier geöffnet, die ist übrigens absolut rappelfrei. Also wenn die hier zu ist, nichts. Ich kann also hier wackeln, wie ich will. Es ist nichts zu hören. Das ist wirklich eine Besonderheit. Die liegt also so gut an, dass du keine Geräusche hast während der Fahrt. Überhaupt habe ich gar keine Geräusche. Also es ist ganz selten. Das Einzige, was geklappert hat, waren die Bügel im Kleiderschrank, die ihr eben gesehen habt. Und die Dusche ist irre groß. Also wir haben wirklich eine große Dusche, über 2 Meter Stehhöhe. Und aber es kommt noch besser. Ein Riesenspiegel. Die Wohnraumteppiche kann ich euch nur empfehlen. Die haben sofort gepasst. Hier haben wir für das weitere Bettzeug, also einmal hier eine Decke, habe ich viel Platz. Und hier drunter noch eine zweite. Und das Ganze geht noch hier rein. Das heißt, hier ist jeder Zentimeter genutzt. Und überall hat man noch schöne Staufächer. Hier kann man zumachen. Also auf und zu. Das eigentlich kriegt noch ein Zusatzschloss und eventuell sogar eine andere Tür, die noch ein bisschen massiver ist. Und dann haben wir eine Kruschschublade. Da ist jede Menge Zeugs drin. Unsere guten Putzfix-Tücher. Da ist eins. Und vom Handykabel bis zum Kaugummi, Rasierer, alles mal kurz reingehauen. Drunter, da ist noch eine Schublade für Bettzeug und so. Und auf der anderen Seite noch ein großer Schrank. Das zeige ich euch mal. Hier ist übrigens die Verriegelung, die einfach hochklappen. Die übrigens zeitgleich, also wenn man sich nicht auskennt, man würde doch hier einbrechen, muss man erstmal wissen, wie man das hier rüberschiebt. Also ganz so easy ist das nicht. Ich zeige es euch natürlich, aber im Zweifel sind die bösen Jungs, gucken das ja nicht gerade. Dann ziehst du das Ganze rüber. Und hast hier auf der Seite noch einen großen, wirklich riesigen Kleiderschrank, der auch extrem tief ist. Also ihr seht also hier, da kannst du also diesen Schlafsack hier, der wirklich sehr, sehr lang ist, den kannst du irgendwie 4 oder 5 Mal hier reinmachen. Also das funktioniert, alles ist beleuchtet. Und der Aufgang, also Bett. Aufgang habt ihr gesehen. 2x Max-Fan haben wir eingebaut und die Vorbereitung für die Klimaanlage ist auch schon drin. Ich glaube, Solar haben wir auch schon vorbereitet. Und ja, der Schlafbereich, da haben wir heute geschlafen.
Was mir aufgefallen ist, es ist extrem leise in dem Wohnmobil. Also ich weiß nicht, was hier anders ist, aber es ist so leise, dass du, also signifikant, es ist signifikant leiser. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Ja, ein Sog ist noch drin. Den haben wir uns bei Concorde nachrüsten lassen. War Sabine so nett, hat den mal reingemacht. Und ja, schon die ersten Sachen drin, noch ein bisschen, noch nicht eingeräumt. Hier unsere beiden Zahnbürsten, viele Spiegel, wie ihr seht. Hier noch ein Heki. Und dahinter natürlich so die ersten Sachen, die wir eingebaut haben. Also, was mir aufgefallen ist, irgendwie, es fehlt noch ein Satz Steckdosen hinten. Also ich habe hinten gar keine Steckdose, weder 12 Volt noch 230. Aber wir haben ja oben eine Fernsehvorbereitung, haben wir uns legen lassen. Da haben wir es dann relativ easy, muss man nachrüsten. Ich habe jetzt erstmal aus dem Bad, habe ich mir die Steckdosen gelegt. Also das ging aber natürlich problemlos. Und die anderen Steckdosen, die muss man jetzt nachrüsten. Also das ist eine Geschichte, die merkst du erst dann, wenn du drin bist. Hier zwei Schuhschränke, das finde ich also auch nochmal wesentlich. Direkt im Eingangsbereich hast du für Schlappen und so zwei wirklich üppige Schuhschränke. Und natürlich die große Aufbautür. Könnte sein, dass die auch von der gleichen Firma ist wie die Tür mit dem Zahlenschloss. Ja, Mastervolt Anlage, eine 400 Amperestunden Batterie. Also die stehen schon eine Weile, 82%. Dann verbrauchen wir minus 25 Ampere. Haben auch jede Menge Licht an und eine alte 3030. Auch die müsst ihr euch dran gewöhnen an das neue Bedienfeld, aber es ist ziemlich cool. Man hat also hier übers Menü alle Möglichkeiten, also Sachen einzustellen vom Warmwasser. Wir haben eine alte Flow drin, also richtig paar coole Sachen reingemacht und ja, das Standard-Bedienteil aus Italien. Ja, Mastervolt. Ich glaube 600 Ampere, 800 Ampere zeitgleich drin auch noch. Haben wir einen Gastank mit verbaut, einen riesen Gastank mit drin. Und das Coole ist, wir haben eine Gasfernabschaltung. Das heißt also, man kann also hier ausmachen. Dann wird automatisch auch unten über ein Relais der Gastank ausgeschaltet oder anmachen. Dann klackt das Ganze, richtig klack macht es dann auch. Und hier kann man auch die Do-Control sehen von den Gasflaschen. Gut, wie gesagt, Fernseher noch nicht drin kommen. Wir arbeiten im Moment mit Computermonitoren. Das ist auch vollkommen ausreichend und ja, cooles Reisemobil. Ich finde es extrem understatement. Wir haben auch draußen mal bewusst auf alle Aufkleber verzichtet. Vorne steht ein Concorde-Zeichen. Das ist eigentlich alles, woran man ihn noch erkennen kann. Kann ich das zeigen? Da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Es gibt ja auch tolle Rallye-Streifen, aber es sollte also ganz schlicht sein. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Unser Allrad, Schlechtwegefahrzeug von Concorde. Auch hinten kein Aufkleber. Auch an der Seite nichts, wie ihr seht. Aber vorne, da ist das Concorde-Zeichen. Also die Fans werden wissen, es ist ein Concorde. Der Diamant mit dem C. Und ja, vielleicht ist manchmal weniger mehr. Das ist so ein bisschen, ich finde es cool. Also ein cooles Reisemobil, mit dem wir natürlich jetzt an Orte kommen. Natürlich jetzt keine Baumstämme überqueren. Aber wir kommen damit an Orte, die natürlich ein bisschen mehr abseits sind, wie das, was du mit dem anderen Reisemobil schaffst, weil du einfach mehr Bodenfreiheit hast und Allradantrieb. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir fahren jetzt mit dem Fahrrad. Kurze Eindrücke gibt's jetzt.